Schweden ist ein Land, in dem Flüchtlinge willkommen sind. Doch ausgerechnet hier, wo so viele unbegleitete Minderjährige wie sonst nirgends in Europa ein neues Zuhause gefunden haben, sorgt jetzt eine tödliche Messerattacke für Entsetzen. Ein 15-jähriger Flüchtling soll seine Betreuerin erstochen haben. Sein Motiv ist unklar, genauso wie die Frage, wie man darauf jetzt reagieren soll. Spurensuche in Schweden. 10 Kinder und Jugendliche wohnen in diesem Flüchtlingsheim südlich von Göteborg. Einer von ihnen soll seine 22-jährige Betreuerin erstochen haben. Der Jugendliche wird noch einvernommen. Die Polizei sagt nicht viel, außer: Viele Menschen sind in letzter Zeit nach Schweden gekommen. Fast jede Woche müssen wir wegen irgendwelchen Konflikten ausrücken. Das politische und gesellschaftliche Klima hat sich deutlich gewandelt, erzählt uns der Politikwissenschaftler Nicholas Aylott. Es gab deutlich mehr Anzeigen und Straftaten, bei denen Flüchtlinge beteiligt sind. Und das hat ein Potenzial für extreme Spannungen und Sorge in der Gesellschaft. Extreme levels of tension and worry in society. 163.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Schweden Asyl beantragt, ein neuer Rekord. Die Verfahren dauern im Schnitt 229 Tage, doch der Rückstau ist so groß, dass sich die Dauer verdoppeln wird auf 1,5 Jahre. Lange Verfahren, zu wenig Unterkünfte, wachsende Spannungen. Im Herbst brennen erstmals Flüchtlingsquartiere, die Politik reagiert. Asyl nur mehr auf Zeit und erstmals seit 50 Jahren wieder Grenzkontrollen, eine Kehrtwende. Naivität, das hört man oft in der Diskussion. Schweden hatte kaum Platz für alle, die gekommen sind. Aber gleichzeitig wurde der nächste Schritt, nämlich wie die Menschen in die schwedische Gesellschaft integriert werden, noch kaum diskutiert. Vor allem jugendliche Flüchtlinge sind oft schwerst traumatisiert und brauchen intensive Betreuung. Doch Sozialarbeiter fehlen im ganzen Land, auch im Asylheim bei Göteborg. Hier gab es pro Nachtschicht eine Betreuungsperson für 10 traumatisierte Jugendliche.